Moras ein Depart von der 105. Edition vom Pavé-Klassiker Paris-Roubaix. Das mit unter anderem dem Schweizer Fabian Cancellara, Titelverdediger und grosser Favorit auf seine eigene Succession. Es schenkt auch noch ein ganz hitziges Nomitten zu gehen, und das nicht lang, wenn es den erwartet höchsten Temperaturen, aber eben auch wenn es die solchen Kilometer Pavé. Der Nico Käufer. 27 Sektoren mit dem ganzen 51,5 Kilometer Pavé. Die längsten Tranche sind 107 Kilometer zu Kiwi mit 3700 Meter. Die bekanntesten, ohne Zweifel, Trouet d'Arambert mit 172 Kilometer. 1896 durfte sind Pavés-Klassiker für die erste Kehr gefahren und sind hier immer das Licht umgeändert. So gehen es bei der 105. Edition drei neue Pavé-Sektoren in Paris-Roubaix, den über 251 Kilometer fährt. 1600 Zyklotouristen de Moyen den Avant-Goût, von dem wird mehr auf die 200 Profi wird. Darin auch den Dieter Gusset, an der Belge besser bekannt unter dem Namen Didier de Vlandrien, der 6 Mainz am Jahrtrat von der Zeit zurückschraubt. Hier fährt dann nämlich auf einem Velo Tour de France Automoto Baujahr 1926. Les roues sont en bois, et c'est une cadre très longue. Le pion avant, c'est une 14-6, et avant une 20 et une 18. Et pour prendre une autre vitesse, tu dois tourner le roue. Ein Velo ohne Changement mit just nur zwei Übersetzungen. Will den Dieter Vitas wechseln, muss sie in der Tunnelstraße ganz einfach umdrehen. Hier also ruft mit einem zeitgemäßen Velo in der Weh, aber für die Klassiker geht immer nächst das Pferd voll Museumstück aus dem Shop geholt. Ich roule toute klassische Kurse en Belgique et aussi Paris-Roubaix. In der Rippreise, dwars durch Flandern, Umlauf het Nieuwsblad, Runde von Flandern in Paris-Roubaix. Et après Paris-Roubaix, c'est fini pour moi. Fini ist es mehr noch mit der Nostalgie. Da geht es von 2 Euro auf 10 Übersetzungen mit kleinem und großem Plateau. Aber auch für die Favoriten hieß es noch immer Fernträgen, wie Sylvain Chavanel an den Trombonen. Dazu gehört doch der Weltmeister auf der Straße, der Huschhoff. Der Weltklasse-Sprinter Mark Cavendish als ein von den großen Outsider und nicht zu vergessen die große Favorit Fabian Cancellara. Die Paar mit dem Moin um 10 auf 10 auf der Place General de Gaulle zu Compiègne.